Flux FM Mutation. Eine Stunde Flux FM zu Mut und Wandel in den Medien. Live aus dem MIZ Innovation Space auf der Republika und auf 100,6 Flux FM. Und aus dem schicken wir jetzt auch wieder schöne Grüße von der Republika. Ich sitze hier noch immer mit meinem hochkarätigen Gäste-Panel sozusagen beisammen. Wir haben eben schon ganz kurz von Florian Fritzsche seinen kleinen Opener gehört, wie man dieses Thema, dieses weite Thema Zukunft Radio in einem Schwimmbadbild angehen könnte. Schwimmbad passt auch ganz gut zu diesen sehr warmen Temperaturen, die hier im Studio herrschen. Bevor wir jetzt aber weiter auf deinen Vorschlag eingehen, würde ich jetzt gerne mal unseren Gast Ethan mit einbeziehen. Ethan, do you actually listen to old school FM radio or do you just use the internet? So, it's interesting. I live 250 kilometers from where I teach. So I have a very, very long drive because in the US we don't have trains or public transit. So I'm very dependent on NPR, National Public Radio, which is our very good public radio service. What's interesting is our public radio service is also the leader in the podcasting revolution. So podcasting is now becoming much more popular in the US. I probably listen two-thirds to podcast, one-third to FM radio. But even when I'm listening to podcast, I'm often listening to our public radio service because I think right now the top three podcasts in the United States are actually all put out by public radio. So it's very exciting that our public broadcaster is the leading innovator in this space. So you wouldn't be with Ben Cooper who says radio's dead. I think Ben's nuts. I actually think this is an amazing moment for radio, but I think it's really changing the question of who's making radio. Here's the thing about radio, two critical things. You can listen to radio while you do other things, whether it's the drive, whether it's the walk that I have from my hotel to my lab every day. It's the one medium that doesn't demand your full attention. The second thing, and this is really critically important, on the web, on television, we're always switching channels, we're always flipping back and forth. Radio is a medium that captures us for a long period of time, and because we spend a long time with radio, we are more open to serendipity. We're more open to positive surprise in radio than we are in any other medium. If I'm reading articles and someone says, let me tell you about the elections in Burundi, I go, eh, I don't want to hear about Burundi. If it's on a radio program, I know it's 2 minutes. I listen and I get to hear about something that I didn't think I cared about. And so I think radio is incredibly powerful. Now, whether it comes out via FM, whether it comes out via podcast, whether it's national broadcasters, whether it's individual starting podcasts, I think it's actually perhaps the most fertile and most interesting media space going on today. In your speech this morning, somebody asked about the role of mass media and cited some numbers that the listeners believe in mass media and have much trust in radio. I think radio station was the first place in these numbers this person cited. And you were like, well, yeah, no, depends on who you ask. And do you think radio has a trust issue? So the point of my talk this morning is that I think any institution has a trust issue. And I think when I talk about institutional mistrust, national broadcasters are one of those groups who are sometimes being subject to mistrust. I know there's been quite a bit of controversy in Germany over how national broadcasters have reported on Ukraine, for instance. And I think this is very typical of the moment in time we're experiencing. There's so much information out there. There's so much transparency. There's so much way of people sort of raising their own voices on subjects that they care about that it's very easy for people to question any sort of authority. This doesn't mean that national broadcasters are irrelevant. I just said that I think in many cases they're the innovators, that radio is incredibly important. But I think it means that they no longer have the unchallenged authority that they might have had 20 years ago. And I think for everyone who makes radio, we have to think about how we make different
radio. How do we make radio for listeners where we know that they're skeptical, where we know that they're mistrustful, and they want to know, how do you know that what you're saying is true and is accurate and that's how you're saying it? So it changes the process of how national broadcasters make radio. That's very interesting, and I'd like to come back to it just a few minutes later, but let me first come to our guest, Mr. Melchior. Herr Melchior, wir haben jetzt gerade so ein bisschen über verschiedene Ansätze darüber gesprochen, wie Radio sich in der Zukunft verändern wird. Sie sind ja eher technisch von Ihrem Ansatz her. Oder vielleicht an der Schnittstelle, könnte man sagen, von Technik und Inhalten. Inwieweit, und vielleicht können Sie einfach auf Englisch antworten, damit wir Herrn Zuckerman auch mit einbeziehen können. Inwieweit würden Sie dann sagen, antizipieren Sie das, was Herr Zuckerman gerade gesagt hat, schon ein bisschen in Ihrer Forschung? Oder hat das nicht viel miteinander zu tun, wie die BBC Radio in den nächsten 5 Jahren denkt? Doch, ich glaube schon, dass es viel miteinander zu tun hat. So, I think there's a relation there. What I wanted to say to your very early statement, I think radio is dead. Because everything which is not changing is dead. So I think the most important thing is that we move forward and rethink things and adapt things. I think that would be the key. That is the essence in this statement. Yeah. And then the other thing which I find quite interesting and was very well resonating with me is what do you define as radio? And what I sense from your definition, there was something about audio-only content. And that maybe has a different kind of flavor if you just pose it as this thing, because it is about you enabling, doing something while you're listening, but still there's this element of podcast on one end and live stuff on the other end, and I think we also have to think how we can bring those two worlds together, because I think the essence of the power of radio is that you have these two ends. So there's this surprising element, but there's also this element of bringing people together in a certain moment. So and that has a different quality than creating an interesting program which is maybe just appeal to people because of its topic, but it's not so important that it's happening in a certain moment. And I'm wondering, and we are looking into this actually from a technical point of view, but always in link with the editorial perspective, how can we bring this live element and this on-demand element together in one coherent thing where maybe in a live radio program, things are changed based on your preference or things are adapted. Or on the other side, you listen to a podcast and it's made sure that if something is happening, which is with the broadcaster, since it's important, that it's being fed into your podcast, for example. So I think there's an interesting perspective there, how we bring this to ends together. So could you maybe fill us in, oder ich kann Sie ja auf Deutsch fragen, können Sie uns vielleicht eine Idee davon geben, was konkrete Ansätze sind, an denen Sie genau das versuchen und wie das vielleicht jetzt sogar schon ausprobiert werden kann teilweise? Ja, yeah, so, should I stay with English? Yeah, it's in English. So one concept we are looking into is called responsive radio. And the idea is to adapt the program to the listener, the environment of the listener and the device the listener is consuming the content with. But the idea also is that you just have a single piece of content rather than producing one for mobile consumption, one for what if live broadcast, one for as a podcast. You just want to have a single piece of content because cost is always an issue and you really want to do it as efficient as possible. But then allow modifications on the user end, on the individual user end. So basically you provide the same content, but you have degrees of freedom in there. And just to give some concrete examples of these dimensions, it could be the length of the program, it could be the mix of the program in terms of music versus speech, foreground versus background, or it could be the reproduction format, like improvement in headphone reproduction, for example, get a better kind of 3D audio experience, binaural experience if you listen over headphones, but make sure that the stereo version, which is maybe in an FM broadcast, still sounds appropriate as well. So this is the concept, and we are exploring these different degrees of freedom in the moment. So we have produced actually a program where you can modify the lengths between 12 and 24 minutes. Really? Yeah, that is an example there. And you won't miss out any crucial parts of... The key element really is... That are we actually hearing him? Hören wir Herrn Melchior? Also
We hope so. I just go on though. Yeah. So the crucial part is that we're not talking about algorithms for storytelling and this kind of thing. What we talk about is capturing all the information which is in the people who are creating this program, because they know these are the important bits, this is some additional details which may interest some people, and this is something which is maybe not that important but gives you a little bit more, brings you to the mood side of things, gets you in the mood for whatever comes next. And if you capture all these elements, you can create something which is the short version, just staying on the factual side, or can create a longer version which gets you in the mood, pulls you into the story even more. So I'm not talking about fast forward, I'm talking about playing it double time or any kind of this. I'm talking about capturing the editorial idea and delivering the whole package, and then let the user decide based on this. And there's some algorithmic involved, of course, but it's in essence, the key element is get this information out of the head of the editorial people, because they all know all this. And if you ask somebody, can you give me a 2-minute summary from this 30-minute program, they certainly will do this, because they know what are the important bits. These are the 3 sentences which needs to get across, for example. Das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Wir werden gleich darüber auch weitersprechen. Flux FM Mutation. Eine Stunde Flux FM zu Mut und Wandel in den Medien. Live aus dem MIZ Innovation Space auf der Republika und auf 100,6 Flux FM. So ist es. Und wir sind nach wie vor hier. Herzliche Grüße auch von allen, die da sind. Lasst euch doch mal hören. Ja. Der Applaus gilt natürlich unseren 4 fantastischen Gästen, und wir sprechen über dieses doch etwas sperrige Thema Zukunft des Radios, was aber nichtsdestotrotz, oder vielleicht gerade weil es ein bisschen sperrig ist, auch sehr interessant ist. Florian, nochmal kurz zurück zu dir. Wir haben, nein, du bist nicht abgewählt. Nochmal kurz zurück zu dir. Wir haben gerade darüber gesprochen, was es auch für verschiedene Ansätze geben kann, wie man an den Formaten arbeiten kann, was geforscht werden kann, um das Radio in ein Medium der Zukunft zu transformieren, um zu sagen, alles, was sich nicht verändert, das ist tot. Das ist jetzt natürlich mal, sage ich mal, die BBC kann das auch aus einer relativ gut gepolsterten Situation heraus machen. Da kann man sich natürlich auch Forschungsabteilungen leisten, die sowas tun. Inwieweit gilt dann dieser Ansatz des Programmveränderns, des auch mit den Hörern anderen umgehen, auch für große Privatstationen, wie zum Beispiel für euch? Wie geht ihr mit diesem Thema Zukunft um? Du hast es jetzt vorhin noch mal so ganz weit mit dem Schwimmbad gesagt, dass man einfach mal ein bisschen öffnen sollte, aber mal konkreter, du bist ja auch für die digitale Entwicklung bei euch zuständig. Wohin geht bei euch der Weg? Oder würdest du sagen, das sind so Elfenbeinturm-Experimente, sage ich jetzt natürlich nur, um es zuzuspitzen, die man dort bei der BBC macht, das hat doch gar nichts mit Radiomachen zu tun, so wie ihr es macht. Also grundsätzlich wünsche ich mir, since I have a native speaker beside me, I will try it in German, because he just got a translation and so the translation is good. Ja. Es gibt ganz viele Einschränkungen. Ich wünschte mir mehr von diesen Varianten, ja, egal von der BBC oder von wem auch immer. Ich habe ja selber mal so ein Projekt gemacht, wo ich wahnsinnig viel gelernt habe mit diesem Fußballradio 9011, was auch ein Versuch war. Im Endeffekt haben wir da nur Geld verbrannt. Ja, und das war auch eine Elfenbeinturm-Veranstaltung, wenn man so möchte. Und damals war es so, dass ein 9011-Projekt, wie auch immer die heißen würden, immer noch die gleiche Logik versuchen anzuwenden. Wir sind Experten für etwas, wir produzieren etwas, wir vermarkten etwas, wir machen etwas groß, wir verbreiten. Das ist ja nicht unbedingt, das ist immer noch sehr, wir sind Broadcaster, und das hat noch nicht so viel zu tun mit dem, was es heute in der Welt so ausmacht, wie das medial funktioniert. Das heißt, das war nochmal so ein Versuch. Ein anderer Versuch ist sowas wie Audioplattform, ja, sowas wie radio.de, also Aggregatoren, die sowas größer machen. Das ist eine ganz andere Variante, da habe ich wenig mit dem Inhalt zu tun, sondern ich schaffe eine Plattform. Jetzt bei meinem aktuellen Job, das habe ich vorhin schon deutlich gesagt, und da will ich mich jetzt auch nicht hinter verstecken, dass ich irgendwelche Projekte hier nicht nenne, da habe ich weniger mit Projekten zu tun, ja, sondern da geht es eher darum, eine Art Transformation. Wir haben vorhin schon diskutiert, ist Transformation überhaupt das richtige Wort, aber eine Weiterentwicklung von diesem Medium heute, was dann doch sehr klassisch geprägt ist und sehr erfolgreich ist und versucht, andere Zielgruppen wahrzunehmen, mehr zu kommunizieren, an den Inhalten ein bisschen zu schrauben, Streams anzubieten für jede einzelne Nutzungssituation. Wir denken auch darüber nach, ob wir mal sowas
machen für Kochen, Laufen, Joggen, warum nicht von der gleichen Marke? Das sind aber alles Tests und Ideen. Im ganz, ganz Kleinen, da finde ich Radio nicht neu. Ja. Alles, was darüber hinausgeht, und das ist eher so eine Systemfrage, habe ich inzwischen ein Problem, weil ich selber schon mal auf die Nase gefallen bin. Wer das machen kann? Kann man das überhaupt noch aus dem System herausmachen, aufgrund dieser Beschränkungen? Da kommt nämlich sofort die Vermarktung, da kommt sofort eine MA-Logik, also die Zahl, in der wir gemessen werden und. Da könnte ich jetzt endlos reden, was da alles kommt, was das boykottiert im wahrsten Sinne des Wortes oder mir erschwert, solche Projekte anzufangen. Ich habe vorhin schon mal davon gesprochen, dass der Form der Digitalisierung ist ja auch eine Entzauberung des Medium Radio. Er hat das wunderbar gesagt, was Radio alles kann. Bei der Digitalisierung ist es so, die Leute sehen ins Studio, du hast schon Probleme, das so zu inszenieren. Ist es wirklich live oder ist es nicht live? Ist es produziert? Die ganzen Einzelteile, ja, das ist schon eine sportliche Aufgabe, die alle so zusammenzuhalten, dass das immer noch das ist, was Radio am besten kann. Und deswegen bin ich da nur ein bisschen vorsichtiger, wer kann das machen aus dem System heraus. Antenne versucht ganz, ganz viele Sachen. Wir haben auch ganz abwegige Dinge gemacht, eine App ins Leben gerufen, die heißt Schlaubayer. Das ist ein Quizduell für Bayern, läuft sensationell. Kann ich jedem da nur empfehlen. Wer Quizduell über hat, bitte Schlaubayer spielen. Aber das ist sozusagen nicht der große, weite Wurf, das ist das Radio der Zukunft. Da würde ich mich jetzt nicht mehr so weit aus dem Fenster lehnen, sondern das sind viele kleine Tests. In der Art und Weise, in der kulturellen Logik, wie geht man daran, wie produziert man sowas und lässt man in einem Schwimmbad mehr Eingänge zu und nutzt man auch Social Media, um was anderes zu erreichen, außer die Marke zu kommunizieren. Wir haben jetzt da zwei ganz unterschiedliche Ansätze vom Radio machen oder auch vom Radio machen für verschiedene Zielgruppen. Einerseits gibt es NPR, was aus, ich weiß nicht, 800 verschiedenen Stationen zusammengesetzt ist, aber für die gesamte USA ein breites Mantelprogramm anbietet. Und dann weiß man aber auch, und du hast ja auch viele Beispiele genannt, dass Radio auch gerade da gut sein kann, wo es auf eine sehr scharfe Zielgruppe, sei es regional, dass man für eine bestimmte Region Radio macht, oder sei es auch thementechnisch, dass man für Fußballfans zum Beispiel Radio macht. Siehst du da, also weil jetzt ja auch das Thema DAB so langsam in Deutschland anläuft. Ich habe gelesen, in Großbritannien, in England haben DAB-Empfänger, zumindest in Häusern, jetzt die UKW-Empfänger schon überholt. Also da ist das Digitalradio schon angekommen. In Deutschland ist es jetzt auch viel einfacher, zum Beispiel auch bundesweit Radioprogramm anzubieten. Hast du da eine Idee? Ich meine, ihr habt es ja mit 9011 damals probiert. Ist das eine Richtung, die man gehen kann? Oder wird Radio immer lokal bleiben? Muss das lokal sein? Kann es dann auch erst, das vielleicht auch an Sie, Ethan, kann es dann noch erst wirklich schlagkräftig sein, wenn es eine kleine Zielgruppe hat? Also Digitalisierung hat für mich zwei Riesenvorteile für öffentlich-rechtliches System. Wenn sie es denn richtig machen, kriegen die quasi den goldenen Taler in die Hand für Digitalisierung. Und das Zweite ist einfach sozusagen die größeren Einheiten, also die nationale Variante. Wenn ich das nur richtig verstehe mit all dem, was im Internet passiert, dann skaliert man meistens selten nach unten ins Lokale rein, sondern das geht meistens nach oben. So, und man skaliert auch nicht mit Menschen bei all diesen Modellen, die ich kenne, sondern man skaliert halt gerade nicht mit Menschen, was sozusagen so Plattformen geht und Dinge, die meisten stellen ja nur was zur Verfügung und der Rest machen die Menschen darauf. Also das sind sowas wie Service, Marken, die einen Service anbieten oder eine Dienstleistung und die auch eine Relevanz in dem Leben desjenigen haben. Und da hat Radio eigentlich eine wunderbare eine Chance, da teilzunehmen. Aber ich sehe nicht unbedingt das alles in der Lokalität, weil das wirklich winzig ist und sehr, sehr klein und es ein unfassbares Angebot an Informationen gibt und Kommunikationsinhalten. 9011 war ein ganz klassischer Versuch, wenn man das so möchte. Und vielleicht gibt es noch 2-3 Streams, die man national ausprobieren kann und 2-3 Formate, die man noch anreichert mit einer Art und Weise, dass das halt nicht mehr so ein klassisches Broadcasting ist. Mhm. Aber dann wird es schon schwierig. Die Musik kann ich nicht so locker austauschen als Radiosender, weil das Geschäftsmodell ein anderes ist. Das schaffen andere Große nicht. Auch ein Spotify tut sich damit schwer. Das wird ein Antenne Bayern in Bayern nicht ändern. Und ich habe eine andere Sorge. Der Audiomarkt ist ein Wachstumsmarkt seit Jahren. Audio explodiert durch Angebote, durch Nachfrage. Ich habe überall die Möglichkeit, im Auto zu hören. Ja, aber Radio ist kein Wachstumsmarkt. Das ist schon mal die erste Sorge, die ich so habe. Radiosender profitieren nicht unbedingt in der Summe der Reichweite von dem, was in den letzten 3, 4, 5 Jahren passiert ist. Da muss ja irgendeinen Grund haben, warum das so ist. So, aber ich bin nicht mehr in der Lage, eine Lösung
Ist auch gemein, die nach der ganz großen Antwort zu fragen. Zu zaubern, dass das 9011 war ein Versuch, eine Nische. Ja, und es gibt sicherlich noch zwei, drei Gedanken, mal so eine Nische zu bedienen. Ja, dafür gibt es den Markt. Aber so wie das losgeht mit der Atomisierung und der Personalisierung, wird das schwieriger für Radio. Ja, gerade was relevante Inhalte betrifft. Und NPNR ist ein nationales Produkt in ganz Amerika mit 250 Millionen Menschen oder 270 Millionen. Das in Bayern wohnen 12 und da gibt es noch ein paar andere. Vielleicht, um jetzt mal die Brücke zu schlagen zu einem Projekt, was eben vielleicht gerade hinsichtlich dieser Atomarisierung oder eben dieser Beteiligung einzelner Radiohörer hingeht. Da sind wir nämlich bei dir, Laura, und deinem Projekt CrowdStory. Denn du, wenn ich das mal so ganz kurz zusammenfasse, du hast gemeinsam mit zwei Kolleginnen eben CrowdStory entwickelt. Ja. Ihr wolltet Radio mal anders und zeitgemäßer machen und eben auch näher dran an den Nutzern. Das war so die Herangehensweise, oder? Was war der Wunsch, den ihr mit CrowdStory eigentlich lösen wollt? Na, der Wunsch war auch, crossmedial zu arbeiten, vor allen Dingen. Also das war so die große Idee. Wir wollten was Innovatives probieren und dadurch, dass wir auch aus unterschiedlichen Richtungen sind, also einmal Menschen, die eher mit Videoredaktion zu tun haben, klassischer Journalismus oder ich bin das Internet-Girl in der Gruppe eigentlich, haben wir so verschiedene Blickwinkel gehabt und waren jetzt nicht die schon seit 10 Jahren fürs Radio arbeiten und haben einfach mal überlegt, okay, wir wollen ein Talk-Format machen, das war die Vorgabe, und wir wollen crossmedial arbeiten. Wie kriegen wir jetzt Leute dazu, mit uns zu reden? Und es gibt viele tolle Projekte, die versucht haben, über Twitter, Facebook, Mail von Einrichtungen an die Leute anzulocken, was halt nicht funktioniert hat, weil die Leute schnell überfordert sind. Und deswegen haben wir uns auf eins fixiert und haben gesagt, WhatsApp. Und der Name CrowdStory deutet es schon so ein bisschen an. Wir haben halt Geschichten gesammelt, die crowdgesourced waren, und unser Kanal war quasi WhatsApp. Haben gesagt, schickt uns doch was ein. Haben angefangen mit einem Soundexperiment, das heißt erstmal nur Töne gesammelt. Und dann ging es einen Step weiter, als das gut funktioniert hat. Und wir haben in Kooperation mit KISS FM dann auch Sprachnachrichten gesammelt, weil wir gemerkt haben, der Trend Sprachnachricht per WhatsApp wird immer größer und wurde sehr positiv angenommen. Also auf jeden Fall was sehr direkt an den Hörern dran ist, die dann auch sich direkt beteiligen, zurückmelden können, was ja schon mal sehr nach Radio der Zukunft klingt. Wie gut hat denn das funktioniert, aus den Snippets, aus all den Elementen, die ihr bekommen habt, dann tatsächlich auch Geschichten zu machen, also zu erzählen? Also der Ansatz ist toll, man bekommt ganz viel, aber ihr seid dann ja dann auch wieder diejenigen, die es zu einem Narrativ zusammenfügen müssen. Genau, also wir sind die Kuratorin quasi, wie wir so schon sagen. Wir haben natürlich so ein Oberthema erstmal gehabt. Die erste Sendung hatte das Thema krass. Das heißt, es ist auch ein sehr assoziatives Thema gewesen. Man kann krass tolle, krass schlechte Geschichten erleben. Das heißt, das Thema war erstmal sehr groß und dadurch hat auch jeder was er vielleicht irgendwie so erzählen kann und muss kein Experte sein. Wir sind also von diesem Step, wir sind die Broadcaster und nur wir wissen am besten, wie das ist, und wir sind die Experten zurückgegangen und haben gesagt, die Leute erzählen uns, was die Geschichte dahinter ist. Und klar, also jeder weiß heutzutage, wie er ein Selfie macht, aber nicht jeder weiß, wie er eine spannende Audiogeschichte erzählt. Und wir haben natürlich Sachen bekommen, wo Leute im Wind standen oder zu nah am Mikrofon oder zu weit weg vom Mikrofon waren. Das heißt, es gab natürlich viele Probleme von der technischen Voraussetzung. Nicht jede Geschichte war spannend, toll und gut aufgenommen. Aber wir haben so viel Feedback bekommen, weil die Leute auch wirklich Lust hatten, mitzumachen. Es war ja ein Jugendsender, KISS FM, von daher waren die auch alle WhatsApp-affin und hatten es halt auf ihrem Telefon. Und da muss ich sagen, haben wir so unterschiedlich tolles Material bekommen, dass wir gesagt haben, die Leute haben echt spannende Geschichten zu erzählen. Ethan, what do you think of this approach to let everybody participate by a very easy, like with a WhatsApp message in a very easy way? Do you think that could be a solution to this problem? Why do you believe in the news you broadcast? So I think the notion of citizen contribution to audio is a wonderful idea. And I really want to learn more about the show because I think it's a very innovative way of moving forward. For me, what's interesting and what I'm learning from this conversation is that it's just such a different scene around the future of radio in Germany right now. It's so common in the US for someone who would be donating sound to a show like that simply to be starting a podcast. And it may be, and this is where I want to disagree slightly with my colleague from the BBC, what's happening now
is that people are building podcasts and then they're getting picked up by radio. So the two are continuous. And when people talk about making podcasts, they describe it as making radio, even if it never goes out over FM, because for us, that seems to be where the future of radio is going to be. And so for me, in general, I think a future in which radio gets made by ordinary people who learn some technical skills, who take on the stories that they want to tell, even if they're just the stories about 12 million people in Bavaria rather than the stories of Berlin, I think that that is a much more approachable and maybe open medium. And, you know, I will say, like, the U.S. hasn't gotten a lot of things right media-wise. Our system with television is a complete disaster. But with radio, we've had this very lucky circumstance. It's really one guy. It's this guy named Jake Shapiro who started a company that focused on bringing podcast onto public radio. And it started this whole revolution, but it's made radio so much more participatory, so much more democratic. And it turns out that in the US, NPR is one of the most highly trusted media sources. And I think in part, it's because there is this continuum from citizen participation all the way to broadcast on the station. Mm-hmm. Herr Melchior, gibt es bei der BBC ähnliche Ansätze, die die Hörer mit zurückzubinden ins Programm und das dann wieder rauszustrahlen? Ja, solche Ansätze gibt es, wobei ich jetzt, da muss ich sagen, okay, ich bin ja sozusagen auf der technischen Perspektive. Das heißt, da kann ich vielleicht nicht so viel dazu kommentieren. Ich glaube schon, dass es, ja, ist halt spannend. Also auf der einen Seite bildet sich vielleicht dann das Vertrauen dadurch, dass sozusagen die Leute partizipieren. Auf der anderen Seite, ja, gibt es vielleicht auch bestimmte Dinge, die man so auch nicht aufarbeiten kann. Also ich glaube, es ist nach so einem Spiel hin und her, was da wichtig ist irgendwie. Aber ich habe jetzt kein Beispiel oder sowas an der Stelle. Ich habe nur auf gut Glück nachgefragt. Ich habe da hinten tatsächlich eine Mutkarte gesehen. Stimmt das? Einmal, genau. Was? Ja, ich frage mich, man hört mich nicht. Der Herr Zuckermann hat vorhin gesagt, der Grundsatz, warum Radio funktioniert, ist, dass es nebenbei funktioniert und man beim Autofahren, beim Spülen, beim Joggen News kriegt, dabei ist, was hören kann. Die Ideen Richtung Radio der Zukunft, für mein Gefühl, gehen alle so ein bisschen mitmachen, App, Programm zusammenstellen. Wie passt das zusammen? Für mich passt das nicht so richtig gut zusammen, weil ich will ja nicht morgens, bevor ich zur Arbeit fahre, erstmal mir aussuchen, was ich jetzt hören will. Ne? Das ist ja die ständige Debatte on demand und live. Wie passt das zusammen? Wer möchte? Ja. Das meine ich mit dem Spagat. Also ich habe vorhin schon mal eine Runde davor genau das. Also das ist die Stärke des Radios. Gerade jetzt auch aus dem Ökosystem, aus dem ich komme, ist es genau das, dass wir das ermöglichen, dass du dich eventuell zurücklehnen kannst. Ja, und dass du uns eine Stunde, 20 Minuten, wie auch immer, folgst. Und dass du würdest auch nicht auf die Idee kommen, dir vielleicht diesen Song rauszusuchen, aber in dem Moment kriegst du den vorgeschlagen. Von welchem System auch immer, öffentlich-rechtlich, privat, völlig egal. So, wenn du das entzauberst, bist du, ich weiß nicht, seitdem ich Medien studiert habe, das ist jetzt lange, lange her, da ging es immer darum, dass ich irgendwann bestimmen kann, dass der Tatort und welcher, und dass ich da mitmachen kann und wer ist der Täter und diese ganzen Sachen. Das ist alles jetzt auch so nicht gekommen, weil das dann ein Stück weit überfordert. Aber wir können uns dem trotzdem nicht ganz verwehren, weil ja alles, was ich drumherum sehe, von Spotify bis die gesamte Nutzung, Zeitung, werden zerpflückt, wahlweise auch von dir. Du willst halt nur noch den, keine Ahnung, Sportteil, den Politikteil. Das wird ja auch auf das Radio zukommen. Nur die Frage ist, wie geht man dann mit diesen verschiedenen Aggregationszuständen um, dass wir irgendeine Mischung hinbekommen. Antenne zum Beispiel aus dieser massenmedialen Sicht heraus, wir bieten dir jetzt immer kleinere Streams an, ja, immer Nischen. So, das wird immer kleiner und dann kannst du immer noch rausspringen aus diesem größten gemeinsamen Nenner und das wird so, das kannst du probieren. Aber irgendwann, wenn du jetzt den Titel wechseln willst, bist du weg. Weil das kannst du in einem massenmedialen Umfeld nicht machen. Und ob du möchtest, dass du dir vorher aussuchst, welche News du haben willst und welche Kultur und einen Bayern-Reporter oder einen Brandenburg oder einen Berlin, bin ich mir nicht so sicher, wie lange du dich damit beschäftigst. Sorry. Das Mikrofon. Aus unserer Perspektive, ich antworte trotzdem vielleicht, ich weiß nicht. Ja. Ich glaube, das ist ein Kontinuum und ich glaube auch nicht sozusagen, dass es am Ende darum geht, dass man ja, sein Programm zusammenstellt oder sozusagen dann so ein eigener Redakteur wird.
Ich glaube aber schon, dass man vielleicht bestimmte Vorlieben hat oder bestimmte Dinge, die man mit rein faktorisieren kann. Und ich glaube auch, ehrlich gesagt, so mal ganz persönlich aus meiner persönlichen Perspektive, es gibt so Momente, da mag ich mich zurücklehnen, und es gibt andere Momente, da mag ich einfach auch mal ein bisschen graben sozusagen. Und ich finde halt ein Medium der Zukunft und auch ein Audio-Only-Medium, ein Radio, das muss doch gehen, dass das sozusagen dazwischen irgendwie funktioniert und dass ich sozusagen überlegen kann, okay, ich lehne mich zurück und dann läuft das halt. Oder ich fange an zu graben und kann dann auch eintauchen in bestimmte Dinge oder kann mich auch da weitertragen lassen. Also ich glaube, das so schwarz-weiß zu sehen, also ich bin fest davon überzeugt, dass man, ja, dass die Leute nicht das Programm machen wollen, aber ich bin auch davon überzeugt, dass es Momente gibt, wo mich das Radio vielleicht überrascht in seiner Form. Das ist jetzt ein paar Mal eigentlich gekommen, so, dass das so ein magisches Ding ist. Da kommt irgendwas, was eben nicht von irgendeinem Algorithmus, sondern weil sich ein Redakteur einfach eine Querverbindung geschaffen hat. So. Und das kriegt mich ja in dem Moment. Und warum kann es denn nicht sein, dass wenn ich dieser Moment und in dem Moment auch Zeit habe, sozusagen, kurz mal meine Tätigkeit unterbreche, die ich vielleicht neben dem Radio tue und sage, jetzt muss ich aber hier nochmal ganz kurz, kann ich da nochmal so ein bisschen tiefer und so weiter. Das wäre so eigentlich meine Vision, dass man da sich in einem Kontinuum bewegen kann und nicht sagt, okay, nee, Radio ist halt so oder das Interaktivität, das will ja eh keiner. Also das muss doch, da muss doch ein ja, kontinuierlicher Space sein. So. So ein bisschen haben wir das ja auch mit CrowdStory in dem Sinne versucht, dass wir zum einen die Sendung hatten, die ausgestrahlt wurde. Also wir hatten eine Stunde, das heißt, wir konnten gar nicht alle Stories unterbringen. Und deswegen hatten wir dann eben auch rausgepickt, sagen wir mal 15 Stories, drumherum eine Moderation. Und dann konnte man halt, wenn man zugehört hat, das entweder live auf KISS hören oder eben auf die Internetseite gehen. Und da gab es natürlich noch mehr Stories. Und was noch unser Cross-Media-Ansatz quasi war, dass wir zu jeder Story auch ein kleines Video hatten. Also wir haben dann überlegt, so ein paar GIFs und ein paar Videos gebastelt drumherum, sodass man, wenn man sagt, oh, die Story hat mich jetzt gecatcht, konnte man auch nochmal auf die Website gehen und sich das dann angucken. Und das war dann halt immer nur diese eine Minute, weil die Begrenzung war eine Minute Sprechzeit. Das heißt, wenn einem das Spaß gemacht hat, zu dem Thema sich Sachen anzuhören, konnte man danach eben noch durch unterschiedliche krasse Storys switchen können. Es gab noch eine Frage, ja? I asked myself a question and I need experts to answer it probably because I think we're comparing probably apples with oranges. I looked up NPR's reach. So NPR has 20 million weekly listeners out of 320 million Americans. Now this is a really niche, it's like Flux FM. But Antenne Bayern has 5 million a week, you know, weekly reach, 4.5 to 5 million listeners. So Antenne Bayern alone out of 12 million Bavarians produces a quarter of what NPR is doing. So Florian is in the mainstream trap and NPR and probably BBC with all their differentiated programming, you know. BBC is having 30, 35, 40 different radio products in the market that also is producing a niche in a country with 40 million. So probably, is that a differentiator? Is that something we talk about? So I completely agree with you, but what you have to understand is that that is our largest reach radio medium. Mm-hmm. Mm-hmm. There is no other, I'm not hiding, you know, some other large reach, you know, network out there. I'm just telling you that that's how radio works in our country. It's not the medium that it is in Germany with having that sort of level of audience and reach. It is a niche. It's also a political niche. It tends to be listened to by the left wing. Yeah, it tends to be listened to highly educated. It's 80% white, I read, you know. It has all sorts of biases 60% male. To it. The question is, as the largest player in the radio ecosystem in the U.S., they're doing something very interesting. And my only question is, A, whether that's going to affect the rest of the radio ecosystem in the U.S., and whether there are some interesting lessons potentially for public broadcasters in Germany or the BBC. But I don't in any way mean to try to make it the equivalent. The other thing we should mention is that our public media, quote unquote, has no tax support. It's 3% of their budget comes from taxes. Mm-hmm. The rest of it is from volunteers. So I pay $300 every year, $100 each, to the three stations that I value the most. So it's a very different model for how these things get produced. But that's my point, is that these different models exist, and it's interesting to have that difference. Oh, the question is, do we need a niche, a special interest product to be radio? And is it not going to happen in the internet? And that's also the question of the BBC then.
I'm not sure if I get your question right. So you say radio is just even. Just comes into play if it's in a niche. Well, we use the word radio as a generic term, but that's probably true. You know, if we talk about the good radio, we mean the narrow casting. The bad radio is the antenna buyer and being the broadcasting. But actually, we think that he's earning money and the BBC is non-profit, and that's the difference. I think that's not the difference. It's not the money earning intention, but it's how a broad appeal you want to have. If you want to go mainstream, you're just, you know, the VW Golf, and not a, you know, you don't have an appeal. You're just, you know, mass feeding the people. Yep, you might reply. it's a difficult one, but I mean, we are talking about the future of a medium. And I think it may has a different flavor if it is a commercial one, or is it a public broadcast or a public one, or, you know. But I think also, I would appreciate a kind of a wider attempt to think about the future rather than always go back into this kind of little space where you are right now. I mean, I completely appreciate this and understand this issue about the brand and so on. And I mean, we are trying to work around this as well, because of course what goes on the Radio 1 website is quite important what goes there, and people take care that the right things end up there. So what we're doing is we create a platform called Taster, so you can have a brand, but it's clear to everybody that it's an experimental space and we try our things. And I think that's what I think should happen. And that maybe would mitigate the risk of compromising your brand, because, I mean, we need to experiment. Experimenting will happen anyway. And I think that's why, I mean, at the beginning, if you just remain where we are, then somebody else will come around the corner and will show us where the future lies. So why not, yeah, taking part in designing it? And therefore, we need to experiment. And I think then you factor in those elements which come from the perspective you have, which is maybe a commercial one or which is maybe a public broadcaster one. So, yeah, it does not really answer your question, but I think it's important to think forward rather than remain where we are and just think that is how it is. It will change anyway. And better, we play a role in this change, I think. That is most important. Jetzt haben wir gerade mal immer noch nur die Oberfläche des Themas angekratzt und die Stunde ist schon fast vorbei. But Ethan, let me just, since you're here and you stayed here the whole time, we sort of tricked him being here, but thank you for staying here. Could you just give us one last thought about what does radio need to stay relevant as information medium, not just as entertainment medium? So I think it's so interesting to think about radio as the dominant media in this country in a way that it's not in my country. And I think I take my colleague from the BBC's point much more seriously now of radio having that power to synchronize as a nation and letting everyone sort of experience the same thing live. I think at the same time, we're going through a shift in technology as a whole, where professionals are much less powerful and amateurs are much more professional. And I believe that that shift over time, inevitably, is going to change radio, not just the elite news radio, also the popular radio. If you want to see what's coming, watch these kids on YouTube who are creating their own channels. They're making an enormous amount of money, and I would not be surprised if they have much more reach in audiences under 18 in Germany than any of the radio players do have. Yeah. And if you guys want to succeed going forward, they need to be your new radio programmers. They need to be your new content providers. Don't make me answer this. Wir haben zum Glück auch keine Zeit mehr dazu. Oder möchtest du was ganz Kurzes antworten? Nee, alles gut. Dann lassen wir das mal an dieser Stelle so stehen. Ich bedanke mich herzlich bei meinen Gästen Laura Bender, Herr Melchior, Herr Zuckerman und auch dir, Florian Fritsche, fürs hier eine Stunde über die Zukunft der Radio nachdenken, sprechen und auch ein bisschen streiten wenigstens. Ich gebe jetzt zurück aus dem MEZ Innovation Space zu Flux FM und bedanke mich. Auf Wiedersehen.